So, wir machen jetzt hier weiter. Ich wurde ja gerade wieder gestört. Ich habe vorhin 40 Sekunden aufgenommen. Dann musste wieder meine Geschwister nerven. Jeden Morgen muss hier geklingelt werden. Boah. Dann habe ich auch mal die Schnauze voll. Mann. So, auf jeden Fall habe ich nur 40 Sekunden aufgenommen. Das habe ich mir gedacht, mach's nochmal neu. Weil das lohnt sich eigentlich nicht, das dann zusammen zu machen später. Dann kostet einfach nur extra Arbeit, deshalb spare ich mir die jetzt. So. Gut, in dem Part, also ich habe vorhin, glaube ich, in den 40 Sekunden haben wir uns den Bespin angeguckt, da war ja nichts Besonderes. Und ja, dann würde ich mal sagen, schicken wir jetzt unser Klontrum an. Wir haben hier das getauscht und haben hier noch ein bisschen Abwehr gebaut. Aber egal, wir schicken jetzt erstmal diese Flotte hier runter zu Bespin. Befehl bestätigt. Gut. Unsere Bodenflotte ist auch bereit, die können wir auch mitschicken. Die stationieren wir mal über Biss. Tatooine. Ich frage mich jetzt, ob die Black Sun eigentlich hier unten noch einen Planeten besitzt oder ob das das jetzt gewesen war mit denen. Irgendwie so ein schwarzes Loch, okay. Wo bleiben denn die Schiffe? Wo seid ihr? Hä? Ach so, da oben. Wo seid ihr denn lang geflogen? Egal. Erledige ich auch einen Job. So, Raumstation Stufe 4. Kein Problem. Bespin. Hier haben wir unser Mandator-Schlachtschiff. Ich glaube, das ist das MK2, haben wir uns gekauft, ne? Ja. Die Schiffe sind eh nicht so stark, also gleich schon MK2 kaufen lohnt sich mehr. Eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Ich frage mich eigentlich, das Schiff hat doch eigentlich Hangars, ne? Warum der keine Jäger abschießen kann, also Jäger starten kann. So, jetzt haben wir unsere schöne republikanische Flotte. Oh, es besitzt der TIE Fighter. Naja, egal. What the fuck geht hier ab? Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Unterwegs. Aber wir haben auch einen 1-Gleiter hier. Erwarte Ihre Befehle. Ein 1-Sternlieger, meine ich. Euer Befehl, Sir? Positionsänderung. Commander. Boah, wir bekommen voll viele von den N1-Jägern. Jetzt schicken wir mal gleich los. Eigentlich können wir... Oh, wir haben sogar Interdiktor-Kreuzer dabei. Was ist das denn hier gewesen? Koreanische Fregatte oder was? Korvette meine ich. Oh, ein Home 1 Schlachtschiff. Und ein MC-80 wahrscheinlich hier, wie sonst auch. Roger, bestätigt. Y-Wing-Geschwader hier. Ja, dann mal hinter, ne, würde ich mal sagen. Die N1-Dinge. Ich hatte damals so ein Auto, ich habe damals so ein Modellstück gehabt von denen, die waren ziemlich cool. Damals noch, wo Star Wars 1 rauskam. Venator-Kreuzer. Warum man einfach nicht die Texte von dem Standardspiel da reinsetzt. Da gab es ja auch die Venator-Kreuzer. Was seid ihr eigentlich? Korvetten, ne? Seid ihr gegen Jäger oder was? Ja. Antrieb und Sensorstörung, okay. Eigentlich müssten die doch mit grünen Geschossen schießen. Ja, eigentlich mit grün. Kleiner Home 1 Schlachtschiff. Ihr habt da oben, hab ich ja gesagt, MC-80. Ganz normaler. Ja, ist einfach nur ein Kalamari-Kreuzer. Ist eigentlich ein MC-80. Allianze wieder.
macht ihr denn? Na egal. Die haben auch verdammt hohe Reichweite, die Nebula-Schlachtschiffe, ne? Heftig. Aber du bekommst schon ein bisschen auf die Mütze, das gefällt mir gar nicht. Wie gesagt, die Schiffe sind auch sehr alt. Riecht das jetzt noch kaputt? Ja. Ich wette, wenn die ihre Salbe... Hallo, wo wollt ihr denn hin? Dreht mal bei. Was macht ihr denn? Na endlich, ey. Schießt ihr auch eure Torpedos ab? Wunderbar. Da geht mal auf den Hangar. Boom. So, wie sieht's hier aus? Der hat noch gut Schilde. Zwischenfahren haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Oh. Was ist eigentlich mit euch? Wollt ihr eigentlich nicht mal vorrücken? Hin da mit euch. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit pennen. Genau wie ihr. Kommt doch mal dahin. Egal, wir haben jetzt eh gewonnen. Leichtes Spiel für die Schlacht, für die Schiffe der Republik, sag ich jetzt mal grob. Tja, das war's. Mann, die Venator-Kreuzer sehen irgendwie scheiße aus. Na egal. So, hier können wir noch was gucken. Ne, Naboo gehört denn nicht. Mandalore gehört den Rebellen. Okay. Wo haben wir da? Unsere republikanische Eingreiftruppe. Das wird heftig hier unten. Ich speichere mal. Oh, ich muss mit Allianzboot bald mal weitermachen, ne? Aber ist ja eh nicht mehr viel. Ich mache hier nach wahrscheinlich den Allianzmod weiter. Republik Edu habe ich ja auch noch. Muss ja auch noch weitermachen. Ah, oh, da war ja dieses Scheiß da. Oh. Mal schauen. Theme Park World kann ich auch immer noch nicht weitermachen. Aber es guckt eh kaum einer. Also ich habe geguckt, das wird eh kaum geguckt. Drei Einheit Verstärkungspunkte. Ich mal sag mal, machen wir das mal so. Hier haben wir Klontruppen. Die sehen aus wie die ersten Klontruppen damals von Geonosis. Oh, das Schiff ist cool. Alter, das Ding hat voll auf die geschossen und die Dinger leben immer noch. Komm mal her. Das ist mir echt zu blöd hier mit diesen Scheißgleitern. Wow, okay. Das könnte ein bisschen knapp werden. Unser LRT-Schiff soll man da ein bisschen aufräumen. Du kannst darauf gar nicht schießen, ne? Dann zerstör mal die schwere Waffenfabrik da hinten. Schieß mal da drauf. Vielleicht kommt sie ja dahin, das wäre gut. Ey, komm, mach nicht so viel wenig Schaden, schieß mal drauf. Das Teil ist echt so schwach. Hallo, ich habe dir doch befohlen, bitte weiterzugehen. Boah, das ist so schwach, das LAT-Schiff. Ich glaube es nicht. Komm mal hier runter. Weiter, hopp. Nicht stehen bleiben. Chris, ist das kaputt? Wäre cool, sonst wäre es scheiße. Na los, dreh doch mal. Eigentlich kann sich das Hauptgeschütz doch in alle Richtungen drehen. Sehr, sehr verdächtig. Schieß mal da weiter drauf, irgendwann kriegst du es ja kaputt.
Junge, dreh doch mal dein Hauptgeschütz. Das kann doch nicht sein, ey. Los, drehen und schießen. Meine Herren, das war so schwer. Oh, was haben wir denn eigentlich noch hier? Wir haben noch Artillerie, ne? Ich kaufe ja auch mal einen Flugabwehrteil. Diese scheiß Gleiter regt mich auf. Jetzt verpisst sich der Feigling natürlich. Lasse das jetzt mal kaputt. Kriegst du übrigens die Artillerie noch kaputt? Wunderbar. Wow. Komm mal, ja, hau mal die Panzer weg. Gut, für meine Landezone. Ich kaufe mal hier Fahrzeugabwehrgeschütze. Ich hoffe, die reißen wenigstens etwas. Natürlich kann ich die hier nicht runterschicken. Boah, ich Judah verbraucht 3 Punkte. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Wo ist mein LAT-Schiff? Kommt mal her. Das ach, das andere ist da unten. Wo wollt ihr denn hin? Melde mich wie befohlen. Bereit. Ich lasse die mal hier oben. Wir können mal ein bisschen Deckung geben. Artillerie online. Hallo. Ja, da. Ausfahren, wenn ich das sage. Hallo. Fahr doch mal dein Geschütz aus. Junge, was soll das? Hallo, ich hab gesagt, du sollst das Geschütz ausfahren. Sag mal. Erwarte Befehle. Hallo? Verstanden. Bereit zum Ding. Was soll das? Wieso fährt denn diese Kacke ihre Geschütze nicht aus? Hier ist leider nichts in Reichweite, oder kommst du da drauf? Beginne Angriff. Nein, natürlich nicht. Jawohl, Sir. Hallo, könnt ihr euch jetzt mal ausfahren? Ich habe euch befohlen, ihr sollt euch ausfahren. Was soll das? Ja, dann geht ihr in den Tod. Wenn, dann ist mir scheißegal, hier könnt verrecken gehen. Verschämtheit. Wir müssen mal den nächsten Punkt. Weißt du was, dann geh hier auch verrecken. In Bereitschaft. Was soll ich denn mit euch, wenn die hier nichts bringt? Ja, eigentlich können wir mit den LRT-Schiffen hier außerhalb schon mal die ganzen Gebäude ausschalten. Das mache ich glaube ich auch mal. Hier dürfte wahrscheinlich auch noch was sitzen. Ja, hier ist noch eine schwere Fabrik. Okay, das ist jetzt egal. Melde mich wie befohlen. Toll, jetzt könnt ihr nicht mehr sterben. Boah, dann macht ihr den Schildgenerator kaputt. Artillerie online. Nicht schlecht. Oh, die haben meine Klontruppen getötet. Oh. Aha, wolltest du uns also abschießen? Finde ich aber frech. So, hier oben müsste noch ein Gebäude sitzen. Ich hole mal noch eins runter. Das war gebraucht 3. Das ist ja heftig. Schieß mal das kaputt. Dann hole ich uns das andere auch noch dazu. Komm mal her. Die machen so wenig Schaden. Das ist echt zum Kotzen. Jetzt sind wahrscheinlich noch irgendwo Panzer. Da hole ich da mal den Luftschlag drüber.
Beginne Bombardement. Ah, das haben sie sich noch abgedreht. Die machen schon viel Schaden, die Teile sind schon geil. Aber die sind, keine Ahnung. Die Dinger sind so scheiße schwach, ey. Hier dürfte jetzt, glaube ich, noch das letzte Gebäude. Ne, hier war das letzte Gebäude. Und dann nur noch die Turbolasertürme. Wieso habt ihr denn hier nicht drauf geschossen? Könnte das nicht? Na, dann nicht. Das ist aber zu unnötig lange mit diesen. Die machen einfach voll wenig Schaden. Infanterie sind sie ziemlich gut, aber sonst? Naja, wo haben wir denn hier noch irgendwo was? Gucken wir mal hier rüber. Gut, dass wir damit nicht echt einen dicken Planet angegriffen haben, weil die echt die Fahrzeuge total scheiße schwach sind. Na, was machst du denn hier? Wartest du, dass wir vorbeikommen? Hallo? Eigentlich habe ich euch befohlen, hierher zu kommen. Bleibst du einfach da oben stehen. So können sie eigentlich nicht ihre Raketen auf uns wieder schießen. Oder ihre Hauptgeschütze vorne. Egal, ich da frage es nicht. So. Aufbau läuft. Aufbau hat begonnen. Gebäude wird errichtet. Okay, machen wir das so. Konstruktion abgeschlossen. Aufbau hat begonnen. Und hauen hier unten noch dann Turbolasertürme hin. Das müsste dann voll sein, genau. Konstruktion abgeschlossen. Das auch noch. Der sammelt sich anscheinend, ist mir scheißegal. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Hol ich mir das einmal hier raus und dann das. Ah, der Pisser will sich anscheinend wieder. Die Christi-Blockade, ne? Oh. Oh. Minuten, ne? Ich glaube, das machen wir noch. Kleine Pisser, ey. Aber wenn er jetzt ständig da angreift, dann ziehe ich uns da aber zurück, weil das dauert mir sonst immer zu lange. Ah, irgendwas habe ich auf meiner Nase. So. Ja, komm mal her, ja. Diese Strolche sind keine. Abuba ist doch da. Warum konnte ich den vorher nicht auswählen? Darum, dass ihre Flotte vernichtet wird. Was willst du eigentlich hier? Hat er denn nochmal Glück gehabt, ey? Wie ihr wünscht. Sofort. Ja, komm mal hier. Auch noch ein Sternschiff der Nebula-Klasse. Ach Mann, was ist das hier auf meiner Stirn so? Ach, die schießen alle auf der Nebulopie-Fregatte. Seid doch bekloppt, ey. Ja, da ist ein Ziel. Boah, was ist das denn hier auf meiner verfickten... Also auf der Nase oben... zwischen den Augen. Boah. Wow. Alter, du kriegst aber schon auf die Mütze. Zieh dich mal zurück, ich will dich jetzt nicht verlieren. So, noch ein Held. Den Helden will ich jetzt eigentlich nicht so gern verlieren. Warte, wo sind denn die Kleinen? Da. Nein, du nicht, Boba. Hier. Boba kann auch mal hier rankommen. Der kann mal hier eine schöne seismische Bombe irgendwo abwerfen. Oh, jetzt reicht es mir aber langsam. Wartet. Boah, mir reicht das jetzt so. So, jetzt machen wir weiter. Mann. Ich klinge jetzt wieder vor meiner Tür bestimmt. Also blöde... Schwester von mir, dass ich mal 5 Minuten allein zu Hause bleiben kann. Meine Fresse, ey. Jeden Tag, jeden Morgen darf ich den Babysitter spielen. You are just in time.
ist aber ganz schön. Ah, die sind allgemein so klein. Ihr habt einen Job für mich? Jetzt sehen wir mit unserem Schlachtschiff aus. Ja, die halten alle noch das gut. Ah, Nase. So. Was haben wir denn jetzt hier noch hier? Wir haben Nebulon-Fregatte. Keine Ahnung, noch eine Nebula-Fregatte. Wieder so ein komisches koreanisches Kanonenboot. Ein Hammerkreuzer. Noch einer. Ich weiß nicht, ob sie Hammerkreuzer heißen. Ich nenne sie einfach jetzt immer so. Das sage ich wahrscheinlich zu oft. Weil die hier vorne so halt krass bewaffnet sind. Und halt aussehen wie ein Hammer. Ober, komm mal her. Kannst auch mal mitmachen. Schießt er mit Raketen? Hallo, ich habe Boba angewählt, ne, angewählt. Hallo? Hallo, ich habe eine Überraschung für euch. Oh, ich finde die Dinger geil. Was sind denn hier noch hin abgehauen? Wer sich denn hierhin verpisst? Ah, keine Ahnung. Eigentlich müssen wir jetzt mal einigen. Kommt jetzt alle mal hierher, Mann. Außer du. Du schnappst für den hier, der sich hinten versteckt. Solltest du aber anscheinend schaffen, aber wahrscheinlich schaffen. Ach, das ist der Hammerkreuzer. Okay. Was? Wo? Oh, 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 du hast dein Schildgenerator verloren. Da angreifen, das habe ich für dich. Oh, der Tarnkreuzer lebt sogar auch noch. Das Schiff bekommt echt auf die Mütze, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe doch euch befohlen, bitte alle hier runterzukommen, oder nicht? Ich habe allen befohlen, hier runterzukommen. Oder zumindest den Schlachtschiffen. Bäh, mein Handy. So. Ja, die Stoppuhr habe ich vergessen, auf Pause zu machen. Bei mir haben wir es jetzt hier schon 24 Minuten. Ich wette mal, wir haben so 20 Minuten. Oh, du bist feindlich. Sieht fast genauso aus wie das Schiff, ne? Nee, doch, überhaupt nicht. Oh, ihr habt den Hammerkreuzer geknackt. Wunderbar. Den könnt ihr noch vernichten. Der ist ziemlich gefährlich, weil er verdammt viele Geschütze an den Seiten hat. Oh, du lebst auch noch. Das war's mit der Nebula-Fregatte. Ja, hier, helf mal. Ah, jetzt verpisst er sich schon. Schade, ich hätte gerne das Schiff hier wieder gesehen. Wie das zerstört wird, meine ich. Warte mal. Oh, guck mal hier. Hier kann man die Turbolaser auch erkennen. Cool, habe ich gerade so nebenbei gesehen. Das war's. Haben wir ein 1 wirklich? Überraschung? Antrieb? Diese unnötige Animation hier. Ich kann es auch nicht wegmachen. Konstruktion abgeschlossen. Ich sehe mich fast irgendwie gezwungen, da mal was hinzuschicken, dass die Abwehr stärker ist. Na egal, rüsten wir hier noch was auf. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Was ist das denn überhaupt? Das war glaube ich sowas wie... keine Ahnung. Nabu hat sich ja kein bisschen verändert. Was ist das denn überhaupt? Ach, schon wieder so ein Todesstern. Konstruktion abgeschlossen. Wow, wie sieht der denn aus? Das ist glaube ich Tatooine gewesen. Was?
Das hab ich schon gesehen, die Karte haben wir doch gespielt. Herr der Ringe, what the fuck? Überhaupt. Wieso Herr der Ringe? Herr der Ringe, ey. Naja, egal. Ich mag's, ist ziemlich geil. Also nichts gegen Herr der Ringe. Nur was hat Herr der Ringe in Star Wars zu tun, zu suchen? Ach ja, komisch. Gucken wir uns mal weiter an die Planeten an. Wankor? Von Magma-Planet Wankors? Ich wüsste jetzt nicht, welcher Planet das sein sollte. Ah, die Karte haben wir auch gespielt, wisst ihr noch? Oder habe ich die aufgenommen? Ich glaube schon, die ist ziemlich heftig. Na, ich würde dann sagen, das war's jetzt erstmal. Ich gehe jetzt erstmal nochmal auf Toilette und mal sehen, ob die Kleine jetzt kommt und mich nervt wieder mal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.